Gut, dann wollen wir mal weitermachen mit Game of Thrones und auf uns wartet ja die Beerdigung unseres Vaters und ich würde sagen, wir verschwenden gar nicht so viel Zeit. Ich habe mal hier vorne gerade, als ich beim Speichern war, gesehen, hier liegt eine Kiste, ja, ein bisschen Geld drin. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist, bevor wir da runtergehen. Hier an den Docks. Ja, Wasser, naja, grafisch muss ich mich über das Spiel vermutlich nicht mehr auslassen, dazu habe ich ja schon einiges gesagt. Hübsch ist was anderes, aber na gut, solange das Gameplay weiterhin Spaß macht, kann man damit wohl leben. So, zum Götterhain geht's jetzt und da sehen wir es schon. Ja, hier findet jetzt die Beerdigung unseres Vaters statt, der Grund, warum Alistair ja zurückgekommen ist. Und ich bin mal wirklich gespannt, was uns jetzt hier genau erwartet, ob wir so willkommen geheißen werden, wie wir es erwarten. Ich meine, wir haben ja gerade schon gesehen, die Wachen waren ja auch nicht besonders begeistert, unsere Verwandten, dass wir zurückgekommen sind, nachdem wir quasi den Vater im Stich gelassen haben. So, gehen wir mal hin. Hier stehen sie schon alle. Na, wer kommt uns da entgegen? Guten Tag, roter Priester. Ich bin Lady Eliana Sarwick, die Tochter des verstorbenen Lord Sarwick. Ihr kommt rechtzeitig für die Zeremonie. Standet ihr meinem Vater nahe? Du hast dich in den 15 Jahren sehr verändert, kleine Schwester. Alistair, warum bist du zurückgekehrt? Wir brauchen dich hier nicht. Harwin berichtete mir von Vaters Tod. Es war meine Pflicht zu kommen. 15 Jahre ohne Nachricht von dir. Und er musste sterben, um dich wiederzusehen. Es wäre besser gewesen, wenn du dort geblieben wärst, wo du herkommst. Ich bezweifle nicht, dass mein Fortgang schwer für dich war. Schwer? Dein Verschwinden war der Untergang für deinen Vater. Weißt du, wie lange ich geweint habe, nachdem du fortgingst? Und wie lange ich auf Nachricht von dir gehofft habe? Es tut mir leid. Ich verließ Westeros, ohne einmal zurückzublicken. Das ist wahr. Ich verstehe deine Reaktion. Es muss unerträglich für dich gewesen sein, aber ich musste gehen. Du sollst wissen, dass ich dich nie vergessen habe. Das lässt sich so leicht sagen. Du solltest wissen, dass wir hier gelernt haben, gut ohne dich zurechtzukommen. Ich verstehe deine Reaktion, Eliana. Ich bezweifle das. Erweise unserem Vater die letzte Ehre. Wir reden später. Möge der Fremde. Ja, besonders begeistert war unsere Schwester natürlich nicht, uns jetzt wiederzusehen, aber wenn man bedenkt, welchen Weg hier gegangen wurde, dann kann man es wahrscheinlich verstehen. Vor den Qualen der sieben Höllen bewahren. Zahllos waren eure guten Eigenschaften. Ihr habt das Wohl der Familie immer über alles gestellt. Das Wohl, das den Sarwix so viel bedeutet. Was ihr getan habt, habt ihr für eure Familie getan. Ihr solltet seinem ungeachtet Beispiel dessen, folgen. Welchen Preis ihr dafür bezahlen musstet. Wer ist dieser Mann? Ich glaube, das ist der ältere Sarwick, der verschwunden war. Er hat sich verändert. Aber ich erkenne ihn wieder. Ja, Kinder, ist nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen, einem Toten eine Zunge in den Hals zu stecken. Wie konntest du nur den Körper unseres Vaters auf diese Weise entweihen? Ich habe nichts entweiht. Ich habe den letzten Kuss vollzogen. Einen Tribut, den die Priester von R'hllor den Toten erweisen. Du bist vielleicht ein roter Priester, aber du solltest den Glauben von Flussrat respektieren. Ich wollte nicht respektlos sein, kleine Schwester. Glaub nicht, dass es leicht für mich ist, nach all dieser Zeit mit dir zu sprechen. Ja, es lässt sich natürlich nachvollziehen, wenn wir damals einfach abgehauen sind, im Grunde genommen alles hier den Bach runterging, gerade auch mit dem Vater. Ja, komm, zeigen wir ein bisschen unser Verständnis. Bitte, Eliana, hör mir zu. Ich verließ Westeros ohne Abschied und du hast jeden Grund, auf mich wütend zu sein. Der Krieg, den König Robert Baratheon vor 15 Jahren um den Thron führte,
zwang mich zu Taten, die mich noch immer verfolgen. Der Gedanke, zu euch zurückzukehren, war zu schmerzlich. Ich tat das Einzige, was mir noch blieb. Ich ging und begann anderswo ein neues Leben. Vor kurzem erhielt ich einen Brief von Meister Harwin, der vom Tod Vaters berichtete. Ich konnte mich nicht länger verstecken. Es war an der Zeit, mich der Vergangenheit zu stellen. Was ich am meisten bedauere, Eliana, ist, dass ich durch meine Flucht auf die andere Seite des Meeres dich verletzt habe. All die Jahre habe ich die Erinnerung an dich verdrängt. Und du kehrst in dem Moment zurück, als alles in Aufruhr ist. Ich brauche einen Moment für mich allein. Wir sehen uns später, Alistair. Nimm dir die Zeit, kleine Schwester. Ich verstehe das. Alistair, Meister Harwin möchte mit euch sprechen. Er wartet im Burghof auf euch. Und wenn ich hinzufügen darf, ihr solltet euch für diesen Kuss während der Zeremonie schämen. Vielen Dank, Ravella. Ich gehe zu ihm. Ja, vielen Dank, Ravella, und behalt deine Meinung für dich, du olle Hexe. So, ja, auch schön, dass er hier einfach liegen bleibt, scheinbar. Ja, schauen wir uns den Daddy mal an. Ja, beerdigt mit seinem Schwert, richtig traditionell hier im Hain. Ist natürlich schick. So, na gut, dann gehen wir mal raus. Mal gucken, wir können mit Ravella vielleicht mal sprechen erstmal. Ich glaube nicht, dass es noch viel zu sagen gibt, Alistair. Euer Verlust tut mir aufrichtig leid. Ihr wisst, wie viel mir euer Vater bedeutet hat. Aber wenn ihr nicht bereit seid, mir wirklich zuzuhören, wäre es besser, wenn ihr geht. So sei es. Sie kann meinen Standpunkt nicht verstehen. Ja, vermutlich versteht sie unseren Standpunkt eh nicht. Ich hatte euch weniger ungestüm in Erinnerung, Ravella. Und ich hatte euch respektvoller in Erinnerung. Diese Zeremonie stand unter der Obhut der Sieben. Euer schändliches Verhalten hat die anständigen Menschen unnötig empört. Ja, sollen wir es mal zurechtweisen, wisst ihr was? Warum versuche ich eigentlich meinen Glauben zu erklären, beziehungsweise den Glauben des Roten Priesters zu erklären? Sie sollte besser meinen Ton ein bisschen ändern. Ich verbiete euch so mit mir zu sprechen, Ravella. Ich respektiere euren Glauben und ihr werdet meinen respektieren. Vergebt mir, Milord. Eure Inbrunst ehrt euch, Ravella. Ihr habt mich erzogen, so wie ihr auch meinen Bruder und meine Schwester erzogen habt. Aber ich kann es nicht erlauben, dass eine Untergebene mir Respektlosigkeit entgegenbringt. Versteht ihr das? Selbstverständlich. Ich werde mich in Zukunft zurückhalten. Daran habe ich keinen Zweifel. Ja, so wird's gemacht. Erstmal hier die Olle zurechtgewiesen. So, dann gehen wir mal zum Burghof und suchen mal den guten Mann, der uns ja auch hierher geholt hat wieder. Ja, haben wir schon gut für Aufruhr gesorgt. Und was ich interessant fand, waren so die ganzen Gestalten im Hintergrund, die so ein bisschen, ja, so die Nase gerümpft haben, als sie erfahren haben, wer wir eigentlich sind. Würde mich nicht wundern, wenn da irgendwas in Planung ist. Wer weiß, vielleicht wurde unser Vater ja auch ermordet. Also irgendwie, ich habe da so ein schlechtes Gefühl momentan. Mal gucken, wie die Story da ihren Verlauf nimmt. So, mal gucken. Ich glaube, hier vorne, ja, hier steht er. Ah, Alistair, da bist du ja. Bitte verlasst uns. Du bist also über die Situation hier nicht allzu beunruhigt? Ja, ich meine, wir haben ja gesehen, dass die Menschen leiden, als wir angekommen sind. So ganz prickelnd ist das natürlich nicht. Was ich bei meiner Ankunft in der Stadt sah, war genug. Es ist eine Katastrophe. Die Menschen können so nicht weiterleben. Ich habe gehört, dass die benachbarten Lords unseren Leuten das Land weggenommen haben. So ist es. Die Armut ist mit den Jahren immer schlimmer geworden. Als die benachbarten Lords von der Situation deines Vaters Wind bekamen, nutzten sie ihre Gelegenheit. Aber dazu haben sie kein Recht. Unsere Lehnsherren, die Lannisters, hätten informiert werden müssen. Das stimmt. Aber unser Verhältnis zu ihnen war nicht das Beste, da dein Vater Tywin Lannister für deinen Fortgang verantwortlich machte. Nach seinem Tod entschied deine Schwester, mit dem einflussreichsten Mitglied der Familie zu sprechen. Deshalb bat sie um eine Audienz mit Königin Cersei Lannister im Roten Bergfried. Die Ansage war klar. Unsere Lehnsherren würden uns helfen, sobald unser Land einen neuen Lord hat. Also versuchte deine Schwester, dies zu erreichen. Flussrad gehört Haus Servic seit Generationen. Eliana hat sich geweigert, den Lord eines anderen Hauses zu ehelichen.
Daher hat die Königin einen Mann für deine Schwester ausgesucht. Wer ist es? Valar, der Bastardsohn deines Vaters, dein Halbbruder. Valar? Ich verließ Westeros und hatte gehofft, diesen Namen nie wieder zu hören. Es kommt nicht in Frage, dass meine Schwester ihn heiratet. Er ist von unserem Blut. Wie kann die Königin eine solche Hochzeit fordern, die wieder die Natur ist? Dir ist doch klar, dass Elyana den Namen ihres Ehegatten annehmen müsste, würde sie einen anderen Lord ehelichen. Valar ist ein Bastard und hat somit keinen Familiennamen. Es war die einzige Möglichkeit, Flussrat für Haus Sarvik zu bewahren. Uiuiuiui, also ja, Inzest natürlich auch immer wieder so ein Thema, was in Game of Thrones ja präsent ist. Also ich meine alleine die im Hause Lannister, also wer die TV-Serie kennt, wer die Bücher kennt, der wird wissen, was ich da meine. So, ja, was wählen wir denn mal? Ja, warum hat die Königin das zugelassen? Warum hat sie Valar ausgewählt? Was will die Königin? Als ich deine Schwester nach Königsmund zu ihrer Audienz bei Hofe begleitete, erfuhr ich, dass sich Valar durch seine Taten hervorgetan hatte. Ich weiß, dass sich die Königin gern mit starken, ihr ergebenen Männern umgibt. Das ist bei Valar der Fall. Durch dieses Geschenk versichert sie sich seiner Treue und festigt ihre Macht. Aber Valar war nur ein Knappe, als er mit mir in den Krieg zog. Es gehört mehr als das dazu, um unseres Namens würdig zu sein. Als dein Vater ihn allein aus dem Krieg zurückkehren sah, machte er ihn für dein Verschwinden verantwortlich. Egal, wie sehr Valar auch behauptete, nur zum Wohle des Hauses Sarvik zu handeln, dein Vater glaubte ihm nicht. Er verfluchte ihn und jagte ihn für immer aus Flussrat fort. Dein Halbbruder war rasend vor Wut und schwor Rache. Er verbrachte anscheinend einige Jahre in der Zitadelle, um mit Bildung seinen niederen Stand auszugleichen. Ein Meister kann kein Lord werden. Er wurde kein Meister, sondern hörte mit dem Rang eines Akolyten auf. Er lernte die Kriegskünste, studierte die höheren Mysterien und knüpfte Kontakte. Ein paar Jahre später wurde er aus der Zitadelle geworfen, weil er die verbotenen Künste studiert hatte. Seitdem war er ein Söldner. Sein Ruf verbreitete sich schnell und kam auch der Königin zu Ohren. Innerhalb von 2 Jahren stieg er vom einfachen Soldaten zur Wache der Königin auf. Er bewegt sich in den Schatten. Die Edlen am Hof fürchten ihn. Valar! Er hat mir schon zu viel genommen. Ich kann nicht einfach zusehen, wie er meine Schwester heiratet. Es gibt noch etwas, worüber wir sprechen sollten. Ich hätte dir das gerne erspart. Ich glaube nicht, dass der Tod deines Vaters ein Unfall war. Es gibt bestimmte Anzeichen, die darauf hindeuten, dass er vergiftet wurde. Seid ihr sicher? Glaub mir, Alistair, ich kenne mich damit aus. Der Würger ist ein schwer nachweisbares Gift, aber es hinterlässt gewisse Spuren, die durch nichts anderes verursacht werden können. Ja, ich hab's ja fast erwartet, um ehrlich zu sein. Und ihr habt keine Ahnung, wer dahinter stecken könnte? Ich bin mir nicht sicher. Aber es gibt Gerüchte über einen möglichen Täter. Sagt mir, wer es ist. Das könnte vielleicht zu viel für dich sein, aber die Gerüchte besagen, dass es dein jüngerer Bruder Gawen war. Gawen? Er war noch ein Kind, als ich ging. Er und Lord Reynald hatten ernsthafte Streitigkeiten und er verschwand in der Nacht, in der dein Vater starb. Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört. Warum? Warum hätte er so etwas tun sollen? Meister Harwin, die Menschen rebellieren. In der ganzen Stadt gibt es Aufstände. Bei der brodelnden Unzufriedenheit war es nur eine Frage der Zeit, bis das passiert. Ja, warum sie rebellieren, wissen wir ja. Sagt mir, hat die Wache von Flussrat die Situation unter Kontrolle? Im Moment sichern sie die Eingänge zur Burg. Die Barrikaden schützen uns vor einem direkten Angriff.
Aber wir können nicht auf die Straßen. Wir haben zu wenig Männer und sind mit der Situation heillos überfordert. Wer steckt hinter dieser Revolte? Ich glaube, ich weiß, wer sie anführt. Ich bin bei meiner Ankunft einem gewissen Tyrek begegnet. Ein Aufrührer, der die Leute anstachelt und sie zu den Waffen greifen lässt. Tyrek? Ich habe von ein paar Wachmännern gehört, dass er die Leute auf dem Marktplatz aufwiegelt. Wie konnten die Dinge nur so außer Kontrolle geraten? Nun, die Lords verließen die Burg nach der Beerdigung mit ihrer edlen Kleidung und all dem Klunker, während die Dorfbewohner hungern. Der zur Schau gestellte Reichtum muss sie provoziert haben. Plötzlich brach die Hölle los. Die Dorfbewohner begannen, die Lords anzugreifen und sie als Geiseln zu nehmen. Ihr sagt, die Revolte wird vom Marktplatz aus angeführt? Dann müssen wir sofort dorthin. Hauptmann Rühmann sagt, das sei unmöglich. Unsere Männer können die Leute schon an den Burgtoren kaum unter Kontrolle halten. Wir sind nicht genug, um einen Ausbruch wagen zu können. Wo ist Hauptmann Rühmann? An den Toren. Er war es, der die Barrikaden angeordnet hat. Bei den Sieben... Wenn Rühmann sich darum kümmert, wird die Revolte mit Feuer und Blutvergießen enden. Flussrad hat schon zu viel erlitten. Ich muss mich zu Rühmann begeben. Flussrad braucht mich. Ich werde nicht tatenlos zusehen, wie unser Land zugrunde geht. In Ordnung. Aber bitte sei vorsichtig. Du bist ein Sarvik. Handle als Lehnsherr und denke daran, dass deine Taten Konsequenzen haben werden. Ich werde tun, was getan werden muss. Ich bin mir sicher, das wirst du. So, viel Infos im heutigen Part erhalten, viel, an der Stelle auch einfach, was passiert ist. Also, wir machen jetzt hier auf jeden Fall einen Cut und beim nächsten Mal geht es dann hoffentlich ein bisschen mehr Action zu sehen.